Königliche Hoheit, sehr geehrter Herr Botschafter Sieber, sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrte Frau Schmidt-Huang, sehr geehrter Herr Vollkommer, liebe Gäste. Es ist mir eine Ehre, Sie heute Abend im Namen des Stiftungsrates zur Sonderausstellung Hannes Schmidt Concern Photography herzlich zu begrüßen. Wir freuen uns, dass wir im Landesmuseum eine interessante und auch eine zum Nachdenken anregende Ausstellung des Fotokünstlers Hannes Schmidt eröffnen können. Der in der internationalen Fotografenszene einen großen Namen hat und mit seiner Interpretation des Malba-Roman berühmt wurde. Die Doc-Filmerin Belinda Salin beschrieb das bewegte Leben des Fotografen, Künstlers, Filmemachers und Gründer eines Hilfswerks, Hannes Schmidt, als eine einzige Abenteuergeschichte, die praktisch als Selfmade Man ein großes und beeindruckendes Lebenswerk geschaffen hat. Über das Schaffen und Wirken ihres Mannes und was er mit seinen Fotografien bewirken will und bewirkt, wird seine Frau noch detaillierter eingehen. Zudem wird auch Herr Schmidt zu seinen Fotos noch Hintergrundinformationen geben. Ihm möchte ich für die Verfügungstellung der Fotos herzlich danken. Wir wünschen uns, dass diese besondere Ausstellung auf reges Interesse stoßt und zahlreich besucht wird. Die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Ausstellung ist mit einem großen Aufwand verbunden. Ich darf deshalb auch dem Team vom Landesmuseum mit dem Direktor Rainer Vollkommer an der Spitze für die große Arbeit einen besonderen Dank aussprechen. Gerne nutze ich auch die Gelegenheit, unserem Jahressponsor, der RHW-Stiftung, sowie dem Hauptsponsor dieser Ausstellung, Machino Import AG Triesen, zu danken. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Rundgang durch die Ausstellung und freue mich, Sie anschließend im Foyer des Landesmuseums zu einem Apro einladen zu dürfen.